Der ist gut. Der ist gut. Was ist denn das? Tackling, das ist ganz normales Tackling. Ja, Tackling, genau. Das war ein Body Slam. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmer und mit mir an meiner Seite wie immer der liebe Andy von The Green Spirit. Ja, hallo. Und heute, ja, nach meiner vernichtenden Niederlage im letzten Spiel, haben wir jetzt die Situation, dass das Kronbacher Cup spielt, Samstagabend, Frankfurt gegen Bayern ist. Und genau. Jetzt zeige ich dem lieben Lautschi mal, dass es keine Kunst ist, mit Bayern Tore zu schießen. Ich tippe auf ein faires Unentschieden. Also entweder ich blamier mich jetzt so richtig oder ich knall ihn aus dem Stadion. Oh, das ist... Ja, du bist ja wieder zu Hause, wie immer. Und zu Hause spielen sie in Weiß? Rot. Rot? Rot. Ah ja. Oder? Okay. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mit Eintracht befasse ich mich nicht so. Ja, aus Gründen. Lautschis heimliche Liebe. Die kann er ja, nur nicht so ausleben, Fall. Weil er halt in der Pfalz wohnt. Ne? Auf jeden Fall. Pfalz und Hessen, wir können sowieso sehr gut miteinander. Ja? Ja, wie, genau. Wie jeder. Er hat quasi italienisches Blut. Der Lautschi. Hm? Ja, große Klappe habe ich ja, wie die Italiener. Von ja, daher kann es ganz gut. Der Krieg ist erst beendet, wenn man dreimal die Seiten gewechselt hat. Aber wenn es danach ging, dann wäre Andi Vollblut-Italiener. Nach Seiten wechseln? Oder nach großer Klappe? Nach großer Klappe. Ich große Klappe nicht. Ja, klein und große Klappe, also. Ich bin nicht klein, ja? Ich bin aufs Beste reduziert. Eigentlich Andrea. So. So. Jetzt gibt's aufs Maul. Zeig dir mal, wie das ist, wenn die Abwehr keinen einzigen Kopfball gewinnt und so einen Scheiß. Überlegen, da dürfen wir gespannt sein, wie es heute läuft. Waldstadion war es tatsächlich mal. Ja. Anstoß für die Eintracht. Jetzt ist mittlerweile ja die Commerzbank Arena. Könnten sie eigentlich auch mal aufnehmen. Und so wobei ich wäre dafür, dass EA Sports tatsächlich sie spielen heute mal die Bundesliga komplett aufnimmt, wie das die Premier League, wie jetzt auch die spanische Liga. Ja auch nur die sprich mit allen und vorne wird das Mittelfeld helfen. Trikots. Ist halt auch immer ein bisschen eine Geldfrage. Und trotz alledem ist sicherlich international die englische und die spanische Liga höher angesehen als die deutsche Bundesliga. Ja, das ist wohl wahr. Da kommt die Flanke. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Rafinha. So. Thomas Müller. Müller, klasse! Und jetzt Lewandowski. Jetzt vielleicht. Jawohl, Kevin! Da haben wir den Vize-Weltmeister Rebic. Jonathan de Guzman. Hereingabe jetzt. So, das gibt's doch gar nicht. Das wird interessant hier. Traumflanke, Traumkopfballtor. Das war ein schönes Tor. Das war ein schönes Tor. Tore. Dieser Treffer made by Lautschi. Auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Es geht weiter. Der Kimmich springt nicht mal. Und ich glaube, ich mache mal so eine Combination. Was? So eine Combination. Aber auch fairerweise von Andy. Und dann können wir mal vergleichen. Tolles Timing in der Luft. Und jetzt gibt es Einwurf. Ach ja, aber gut, Leipzig hat ja auch das 1-0 gemacht gehabt. Im letzten Spiel. Das kannst du mal machen. Compilation und dann abstimmen. Da soll die Community mal abstimmen, wer die schöneren Tore schießt. Absolut, Mama. Flanke jetzt. Aber bitte, die abstimmen, dazu schreiben, ja,
wie viele Stunden sie schon FIFA gespielt haben. Das müsst ihr bei mir. Jeder, der mehr als 10 Stunden gespielt hat, die Stimme zählt doppelt. Jetzt kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Bei mir ist ganz einfach, ich habe nicht so hohe Ansprüche. Bei mir ist einfach nur, wer Augen im Kopf hat, der weiß, das vernünftig zu entscheiden. So, die Seite ist doch frei. Die ist doch ganz frei. Die muss man doch ausnutzen. Jetzt könnte der Pass kommen. Schöne Aktion. Hereingeht gut, aber der Ball ist erstmal weg. Gnabry. Jetzt Lewandowski. Oh Mann. Da haben die Bayern Platz. Lauf Schönes doch! Gegangen. Ballverlust. So. Immer mit der Ruhe. Noch genug Zeit. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Philipp Kostic. Hereingabe. Hi. Manuel Neuer ist da. Doch nicht mehr Manuel. Ja, das stimmt allerdings. Aber was ich auch festgestellt habe, ich hatte ja bei dem Turnier Liverpool gehabt, die haben ja jetzt den brasilianischen Torhüter. Alter! Ja. Kostic! Oh. Das war ja auch für, ich glaube, einen Tag der teuerste Torhüter der Welt. Stimmt, und Alter, was der gehalten hat. Alaba. Ich weiß nicht, ob da FIFA ein bisschen übertrieben hat, aber... Was der teilweise aus dem Winkel gekratzt hat, holla die Waldfee. Aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Ah! Und jetzt die Chance. Aber ich glaube, dass Trapp auch nicht so schlecht gemacht ist in dem Spiel. Nee. Weil er hat natürlich so ein bisschen Popularität noch durch Paris, ne? Und natürlich durch seinen Heimatverein. Schnell noch ein paar Worte zu David Alaba. Absolut, für mich einer der besten Außenverteidiger der Welt. Kimmich! Jawohl! Gut gehalten! Mit dem Kevin! Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Einwurf jetzt! Dann hat die Pfalz einmal gedacht, sie und schon ist der Ball weg. Die hat mal einen Topstar hervorgebracht, der auch bei einer Top-Mannschaft spielt und dann... Also Torhüter, da können wir uns ja nicht beschweren. Selbst die Dortmunder haben dadurch profitiert gehabt. Finde. Naja, Weidenfeller, Teddy hallo? Teddy de Bea oder wie? Weidenfeller. Ja, aber der war jetzt auch kein... Also der war ein guter Torhüter, ne? Aber es geht von Topstar. Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Die Aktion warten. Tim Wiese. Sie müssen auch wie gesagt, im Spielaufbau. Ich rede von Topstar und nicht im Wrestling. Kimmich. Ball draußen. Es gibt Einwurf. So. Und da ist der Ball wieder weg. Da kommt der weite Pass auf Ribéry. Kann mich erinnern, Goretzka. Da hat zuletzt einer auf Frankfurt gespielt und sich beschwert, wie kacke die doch sind. Ja, ja. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Dabei ist Pass es eigentlich auf. Immer nur eine Frage des Spielers. Ne? Pass mal auf, warte mal noch Kostic. Ab. Gnabry. Nun Lewandowski. Warte mal ab, noch rennen die Jungs. Weißt du, warte mal ab, bis die gleich müde sind. Dann merkst du, was das für Krücken sind. Ribéry. Ich hab junge, hungrige Frankfurter. Hat man jetzt auch ja zuletzt gegen Lazio gesehen. Ah, das hat mich schon überrascht, dass die Europa League alles gewonnen haben, ne? Ja. Jetzt gefährlich. Ja, noch, die werden nächstes Jahr wieder tot gekauft. Philipp Kostic. Ja, mit Sicherheit. Das Tor geht erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung in Spiel aufziehen. Ja, ich ein bisschen Vorsprung. Guck mal hier, ja, aus dem Winkel noch. Anders, als hier zu wie gesagt,
Ja, vielleicht jetzt nicht so ein krasses Tor. Hier kommt also noch aber das trotzdem. War wieder halt einfach ein Glückstor, ne? Aber was für eine Flanke, was für ein Flugweg, die er hinter sich gelegt hat. Goretzka. Warum lässt er denn jetzt einen Vorteil laufen? Eigentlich schon. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch nur weil er warum lässt er denn nicht Vorteil laufen? Ja, weil Kimmich wahrscheinlich zu arg geheult hat. Das sieht ja nein, schon, das sieht doch, ja schon von ich, Natur ich aus aus, als würde er den Ball reingeknallt. Guck dir doch mal den Kimmich an, der sieht ja aus wie aus der B-Jugend. Da wollten sie viel, aber rausgekommen ist sehr, sehr wenig. Nee, nicht wenig, Wolf. Nee, Bambini ist eher nix. Noch so. Und das war auch nix. Nee, der Freistoß war nicht gefährlich, da hat doch einiges gefehlt. Der Abschluss nicht präzise genug. Schade. Oh. Und der Ball geht weit raus zu Ribéry. Ball draußen, da haben sie ihn gut gestört. Was? Nun, Salcedo. Das war. Du hast ihn doch ins Ausgeschossen gerade. Jetzt kommt uns. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der kommt. Müller. Klasse. Oh, der ist gut. Der ist gut. Der jetzt ist gut. Der Anlauf. Ist gut. Voll! Was ist denn das? Tackling. Das ist ganz normales Tackling. Ja, Tackling, genau. Das ist, das ja, war ja, ein Body Slam. Quasi schon fast. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da merkt man halt, dass du aus Köln kommst, ja? Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Nicht anfassen. Nee, wir haben immer eine Armlänge Abstand. Die Bayern mit der ja, es stimmt. Genau. Von Kimmich. Genau. Hallo, sexuelle Belästigung, hallo. Alaba. Nein. Alles natürlich. Flanke auf Müller. Da können sie erstmal klären. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. Darüber könnte man zum Beispiel auch mal einen Podcast machen über das Thema, aber ist egal, wir spielen jetzt gerade viel. Ja. Da können wir jetzt auslassen drüber. Tatsächlich, ja. Oh, das wäre so schön. Ja, ich muss deine Mannschaft erstmal platt laufen. Kimmich. Schön reden bist du auch, große Klasse, oder? Jetzt kommt der Schuss. Ah. Aktion vom Torhüter. Das ist nicht Lewandowski, ne? Das weißt du schon. Ist aber schon dieselbe Mannschaft, die ich genannt gehabt habe, ne? Ja, pass auf. Wie ist es gerade ausgegangen? 7-2, ne? Er macht heute 7-3. Eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er hat sein Tor gemacht, sie liegen vorn. Dani da Costa, ein Versuch, ein Tor. Und wen zeigen sie? Hasebe, toll. Ja, kann man mal machen. So, 2-0 für die Frankfurter, das wäre natürlich krass und das auch noch gegen die ehemaligen Schützlinge vom Herr Kovac, ne, vom Nico. Tja, aber man liest auch einfach da auch noch die Handschrift raus aus der Mannschaft, ne? Es ist einfach noch Kovac. Aus Frankfurt. Da ist einfach noch Kovac drin. Es geht weiter. Ich musste mal ein bisschen meine Aufstellung verändern. Jetzt ist der Kimmich wieder da, wo er hingehört. Im Spielzimmer. Genau. Jetzt und Fernandes. Dani da Costa. Sie müssen schneller spielen, dann können Sie die Defensive überraschen. So. Das ist das Tor. 7-3, ne? Klasse Treffer. Richtig, gutes Timing. Den musst du erstmal so machen. Klasse erwischt diesen Kopfball. Druck ja, ich kann ja mit Bayern nicht gewinnen, weil ich die hasse, weißt du? Und der Gegner strahlt nicht allzu viel Gefahr aus. Ich glaube, das Ding ist durch. Ich will, gut, das Spiel ist noch nicht gewonnen. Da kann noch was passieren, aber ich glaube... Ich verlinke die Spiele mal zu eurem Patenkind. Müller, klasse! Dass der Adri mal sieht. Ja, hier, guck mal.
Nee, was für FIFA-Skills ich wirklich habe, ne? Ja. Nein, das wäre jetzt ja unfair. Man darf ja die anderen Spiele nicht außen vor lassen, die ich ja auch fulminant verloren habe. Er spielt den Pass auf den Flügel. Sag mal, was ist denn heute los? Da ist die Flanke. Das war knapp. Oh, Mann. Ich bin einfach mit dem Kopf schon in Weihnachten, weil es würde nicht wehtun. Ach so, ja. Ja, klar. Gebt einen Wurf. Im Glühwein schon. Nee, im Weihnachten, in Weihnachtsstimmung, weißt du? Ich will nicht, es ist Besinnlichkeit und alles, da möchte ich dir nicht wehtun. Nelson Fernandes. Ja, tatsächlich halt ist er in dem Spiel noch nicht so wirklich laut geworden. Mit einem guten Gefühl möchte ich nicht in die Winterpause gehen lassen, weißt du? Raging Andy wird besinnlich über die Weihnachtstage. Jetzt die Bayern im Angriff. Wo ist denn jetzt das Sammel da wieder? Ja! Oh. Er ist da und kann den Ball hier klären. Kostic. Oh. Ah, das muss er aber er wird weitergeraten. Ach ja, der Müller, nur am Lamentieren, das kann er gut. Tore schießen nicht mehr so gut, aber Lamentieren kann er gut. Er will halt mal irgendwann Bayern-Präsident werden und dann muss er das können. Richtig. Ja. So, oh, ich habe einen Dicker bei mir in der Abwehr. Was ist denn los? Bin ich verletzt? Nee, du hast was gemacht, oder? Ja, ich habe was gemacht. Wollte gerade sagen, warum bin ich in Pause? Ein Dicker habe ich bei mir in der Abwehr. Ey, ich habe nur 3 Leute in der Abwehr. Was denn da? Und das gegen Bayern, ja? Heieiei. Aber es reicht ja. Es reicht ja. Man muss ja scheiden. Jetzt habe ich schon zu viel ausgewechselt. Aber kein Wunder, der Hummels spielt ja gar nicht. Da du kannst ja auch noch den Holländer einwechseln. Na, auf gar keinen Fall. Das sieht sich da gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Trebic. Philipp Kostic. Habe ich jetzt den Robben eingewechselt? War jetzt aber mal eine gute Szene vom ja, Tatsache. Gegen Müller. Ach du Scheiße. Heute. Das ist nicht sein bestes Spiel. Oh. Ich wollte den gar nicht einwechseln. Rodriguez. Ich habe es aufgenommen. Der Sternfeuerer ist Rodriguez. Andi wechselt einen so Holländer ein. Uiuiui. Nein, es geht nicht um den Holländer. Es geht nicht um Holländer. Ich hasse Holländer. Nur beim Autofahren. Aber es geht darum, dass ich diesen Typen so brauchen kann wie Rosinen. Jetzt haben sie den Ball. Ah, fuck. Und das Rosinen sehen bekanntlich aus wie tote Fliegen. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Der ist heute richtig gut drauf. Mit dem kommen sie überhaupt nicht zurecht. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gibt's doch. Was ist denn das für eine Scheiße? Mann. Gefährlich werden. Rebic. Guck mal. Schön durchgespielt. So, Ecke kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Er zieht ab. Den setzt er daneben. Ja, das hat er vorhin besser gemacht. Der hat ja schon getroffen. Kimmich. Javi Martinez. Javi Martinez. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Robben! Ganz stark abgewehrt. Aber nicht mit dem Kevin. Der Kevin ist nämlich auf Trab. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Kostic. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine jetzt muss ich mal ernst machen. So langsam in den ernsten Modus umschalten. Das wäre schön gewesen. Oh, kommt er noch mit dem Ellbogen dran? Ja, komm. Ja, Manuel. Du hast 3-mal den Ball nach hinten gegriffen. Ja, also. Der Ball kommt rein. Der Angriff. Ich habe den Buschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich. Mann, noch vor was schon wieder auf der Linie. Nur Boateng.
Javi Martinez. Gnabry. Da kommt der Steilpass. Jawollo. So, jetzt wird's also gemacht. In die letzte Phase des Spiels und die Fans geben noch mal alles. Und ich bin gespannt, ob das die Mannschaft noch Komm, zieh. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ah. Nein, ach, soll Gott. Kriegen? Weg ist der Ball. Ich bin so blöd. Scheiße. Selbsterkenntnis ist meistens. Ich habe zu. Den Ball holt er sich. Vollkommen problemlos. Und! Ja! Das ist doch scheiße! Super Kopfball! Und hier sehen wir den Kopfball nochmal. Klasse Tor! Mann! Super gemacht, da hat er sich gut im Strafraum bewegt, verschafft sich etwas Platz und setzt sich dann klasse beim Kopfball durch. Ah! Kack Bayern! Drecksverein! Ja! Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. So ein Tag, so wunderschön, wie heute. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen so Ball zu verwerfen. So ein Tag. Wunderbarer Kopfballtreffer, Buschi. Aber der auch die Flanke oben, die war super. Der Guzman. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Levy? Du wolltest doch irgendwas zeigen. Dani da Costa. Ja, ja, ich hab gemerkt, dass es... Weißt du, das ist tatsächlich bei FIFA bei mir so. Es gibt einfach Mannschaften, mit denen kann ich nicht spielen. Mitspieler für diese Hereingabe. Da müssen Sie aufpassen. Und da ist zum Beispiel mit dem Fehlpass. Red Bull geht es eigentlich. Aber da ist zum Beispiel Bayern jetzt dabei. Und wo es auch gar nicht geht, ist zum Beispiel mit Argentinien. Ging es noch nie. Ja, ja, ich kenne das aber, ja. Das kann ich tatsächlich also es gibt Mannschaften, da, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es gibt Mannschaften, mit denen kann ich einfach nicht spielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung, wenn die nicht richtig laufen oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Lewandowski. Oder eine komische Taktikeinstellung, weil ich ändere ja in der Taktik nie was. Also. Kimmich! Oh. Das ist so gefährlich. Weg damit. Manchmal auch einfach auch mal einen Befreiungsschlag. Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Sie haben Platz. Könnte gefährlich werden. Jetzt schießt er. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Ecke kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Unglaublich, der Neuer ist mal am Ball rangegangen. Kimmich. Nun Javi Martinez. Da haben die Bayern Platz. Und der Ball auf Lewandowski. Flanke bleibt hängen. So. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. James macht er den rein. Kein Tor. Es gibt sogar immer irgendein Scheißbein dazwischen. Echt. Nee, der Bein spielt schon lange nicht mehr bei Frankfurt. Robben am Ball. Pass von Robben. Ah! Passt auf und hat den Ball. Kevin! Und! So. Ah. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da zieht er ab. Ah! Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Jetzt ist Platz für den Konter. Dani da Costa, Gelson Fernandes, Philipp Kostic, da ist die Flanke. Klasse von Mann, der pariert diesen Kopfball. Heide, nein. So. Aber und jetzt gehen sie alles, in den Flügel. Nur kein Whitewash. Und jetzt Lewandowski. Gutes Tackling. Das gibt's da. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ach, sicher Scheiße. Da wollte ich so. Ach, Mist. Es gibt 3 Minuten oben drauf. Ribéry. Hallo. Ey. Boateng. Nun Javi Martinez. Nun Lewandowski. Die
Ui. Ja. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, wenn wir schon nicht gewinnen, treten wir uns euch die Knochen kaputt. Eieiei. Dreht sie alle kaputt. Oh, hier sieht man es ja mal ganz deutlich. Die Grätsche war. Ja, ist halt der Boateng, wenn der Frust halt dann auch noch mitspielt und so, ne? Es ist, ja. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Jawollo! 4:0! 4:0! Und mit dem Sieg heute ja haben sie ihren Punktevorsprung. Das passiert mit Hochmut, ne? Im Moment haben sie aber auch alles bekanntlich vor dem Fall. Und nach dem fulminanten Spiel unter der Woche von Lewandowski mit dem Dreierpack war jetzt gar nichts. Es kommt halt auch immer drauf an, wer ins Spiel ist, ne? Das ist halt auch noch sowas. Es ist nicht immer nur mitgetan, ich habe Lewandowski und schieße dann Tore. Ne? Hat man jetzt ja eindrucksvoll gesehen. Ne? Auch ein Eintracht Frankfurt kann gegen Bayern gewinnen, wenn der richtige Spieler am Controller sitzt. Ja? So. Und was für schöne Tore wieder. Da hätten wir den schon wieder hier, der Winkelkracher. Ne? Das ist wieder, wie sagen, Traumtore also made by Lautschi. Verstand. Wie gesagt, die Compilation, ich mach die fertig. Und wenn ich mach die zum Jahresrückblick fertig. Der ist dann zwar schon passiert in dem Moment, wo das Spiel kommt, aber nein, scheiße, kann ich ja nicht machen dann. Nee, dann erst später natürlich, weil dann würde ich ja spoilern. Ja, nee, aber Compilation wird auf jeden Fall kommen. Einmal Andis Tore, einmal dann meine. Na, und dann könnt ihr tatsächlich mal entscheiden, ne? Und wer Augen im Kopf hat, ne, das Einsatz war zu hart. Ne, ja. So. Und wir werden sehen. Andi, hast du noch irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Nee, ich wollte mal sagen, es war mein großes Fest, die Hinrunde mit dir zu spielen. Absolut, ja. Den Teil hat mir wirklich Spaß gemacht, auch wenn mir das Ergebnis jetzt keinen Spaß macht. War und genial, ja. Auch wenn ich das ein oder andere Mal schreie oder irgendwas Unkorrektes raushaue, das ist halt mein Ehrgeiz bei sowas, ne? Und genauso soll das auch sein. Es war mir auf jeden Fall ein Fest und es wird mir ein Fest sein, wenn die Rückrunde wieder losgeht und wir noch das ein oder andere Spielchen machen. Richtig, genau. Und von daher wünsche ich allen, wenn man sich bis dahin nicht mehr auf deinem Kanal, doch man hört sich ja noch. Also ich wünsche jetzt auf jeden Fall erstmal allen frohe Weihnachten und wir eine schöne, ruhige Zeit im Schoße der Familie, an der nähernden Brust der Mutter. Und wenn man sich und nach Weihnachten hört man sich sowieso noch bei Zock am Ding. Richtig, so sieht's aus. Schön gesagt hat es der liebe Andi, das kann ich natürlich auch nur so weitergeben. Ich wünsche euch auch natürlich frohe Weihnachten. Lasst euch schön beschenken und denkt dran, es sind nur 2 Tage und dann könnt ihr es wieder umtauschen. Ne? Also alles gut. Nein. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr geil, wieder die Spielprognose wieder zu beleben und das mit dir, Andi, richtig, richtig geil. Hat mich gefreut. Und es wird auf jeden Fall weitergehen mit der Rückrunde und ja, wie gesagt, Champions League ist auf jeden Fall, wollen wir dann noch dazu nehmen, das ein oder andere Spiel natürlich. Und ja, wenn im DFB-Pokal mal ein Kracher dann kommt, wird es sicherlich auch der Fall sein. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ja, das war's aber jetzt von uns. Wie gesagt, frohe Weihnachten von uns und macht es gut. Isst schön, ja. Gibt ja immer was Leckeres zu Weihnachten. Diät könnt ihr auch noch im neuen Jahr machen. Ne? Da habt ihr wieder einen guten Vorsatz. Richtig. Ja. In diesem Sinne. Richtig. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.